Willkommen zurück nochmal. Leute, das ist nicht der gleiche Part, den ich jetzt versehentlich nochmal hochgeladen habe, falls das wieder jemand denkt. Er hat nicht gespeichert, aber ich finde es gar nicht Hallo, so schlimm. Das ist der Part von gestern. Genau der gleiche. Hallo. Quon, es wird Leute geben, die sind jetzt so doof und denken sich jetzt, oh ja, es ist wirklich der Part von gestern. Quon hat es ja jetzt gerade gesagt. Scheiße. Es gibt diese Menschen. Bitte, bitte tu das nicht. Ja. Du weißt, sind, Bruder, du weißt. Wir sind, also du musst jetzt selber entscheiden, sind wir der von gestern oder sind wir ein anderer? Also ich sag, wir sind der von gestern. Wir sind der gleiche. Ihr könnt jetzt im Grunde ausmachen. Ich sag euch das so, aber vielleicht lüge ich auch, ne? Da müsst ihr jetzt selber entscheiden. Ist das die Lüge des Parts? Man muss es herausfinden, ne? In jedem Part ist ja eine Lüge versteckt, das weiß ja jedes Kind. Ja. Und, ja. Vielleicht ist sie das. Warum ist sie? Das ist doch wieder alles scheiße. Warum geht das hier schon wieder so scheiße los? Hast du irgendwie einen Deal mit dem Spiel, dass mich das schlecht aussehen lassen soll? Das ist wirklich belastend. Nein, du machst das gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Oh mein Gott. Ja, Leute, Freunde. Ich möchte Freunde. Ganz kurz 5 Euro verdienen. Mr. Destructive hat geschrieben, er donatet mir 5 Euro, wenn ich sage, was mit dem Kind passiert ist. Es hat ein Kleid angezogen. So, oh mein Gott. Wir gehen nicht weiter drauf ein. Die Verbindung besteht jetzt nicht mehr so richtig. Deswegen kann ich das jetzt einfach aussprechen. Alles easy. Leute wissen es jetzt nicht mehr so, worum es geht, ne? Ja, genau. Die 5 Euro nehme ich mit. Danke. Die kann ich, aber, Gott. Ja, ich habe damit nichts zu tun, Leute. Ne? Ich möchte das nochmal wieder hier betonen. Nee, ist doch nur, ein Kind hat ein Kleid an, ist doch nicht schlimm. Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Also grundsätzlich finde ich das auch nicht schlimm. Grundsätzlich ist mir das halt scheißegal, aber... Wenn ich irgendwann meine Tochter als Kind habe, ziehe ich der vielleicht auch ein Kleid an. Also nicht ich, sondern die Mama. Das würde ich mich an der Stelle nicht wagen. Als ob ich mich darum kümmere, was sie anzieht, Alter. Boah, weiß ich nicht. Also meine Eltern haben sich immer sehr viel Gedanken darüber gemacht, was wir anziehen. Das ist immer bei denen sehr wichtig. Wie gesagt, ich musste ja auch im Winter... 8. Klasse und so, ne? Neue Winterboots anziehen. Nee, aber deswegen habe ich auch keinen Hund zum Beispiel. Und ich wollte das ja nie. Ich habe ja geheult deswegen sogar, aber... Ja, deswegen habe ich aber auch keinen Hund zum Beispiel. Ich glaube, ich bräuchte auf jeden Fall eine Mama, die da hinterher ist. Sonst wird mein Kind wahrscheinlich... Boah, ich würde einem Hund so gerne so niedliche Sachen anziehen, die so doof aussehen dann. Oh, Junge. Das ist so... Wie wenn er was tragen würde die ganze Zeit oder so. Oder wie dann das so wirkt, als würde der auf zwei Beinen laufen. Ich finde das immer, wenn ich das als Video sehe, finde ich das immer so süß. Das sind also deine TikToks, die du dir gerne hast. TikTok ist momentan bei mir auch wieder nur eine, die tanzt. Jedes zweite Video. Aber nicht mehr die Lara. Die ist jetzt, die kommt jetzt nur noch ganz selten. Ja. Die haben mich wohl irgendwie gehört, dass mir das gestört hat. Und, was kommt sonst? Monte. Ich kenne jetzt Jugendgeschichten von Monte, Bruder. Mach ich kein Bild. Ich habe auch letztens so jetzt alle. TikTok bekommen, wo er da noch jünger war. Und, ja, genau. Draußen war, wo er gesprayt hat. Ja, also, genau, die kenne ich auch unter anderem. Oder wo er im Laden die Taschen voll mit Tabak hatte oder bei der Musterung. Hat er versucht, ein Handy zu klauen und 60 Euro. So viel hab ich nicht gesehen, und die Polizei kam. Oder? Habe ich auch irgendwie mitbekommen. Ja, geile Storys, Bruder. Und dann erfahre ich einfach, dass der auf dem gleichen Event war wie Olaf Scholz. Und das BKA war nicht begeistert. Weil Monte im Stream vorher so sagte, ja, soll ich denn dann noch irgendwas fragen oder gleich Bombe geben? Deswegen war die Sicherheitsstufe höher. Einfach. Beim BK. Also, es ist verrückt. Es ist doch absolut verrückt alles. Du hast mir den Kommentar ja gar nicht ganz. Der ist ja noch besser, den du mir erzählt hast. Hä? Ja, ich kenne den doch nicht mehr auswendig. Also, es hat jemand kritisiert und ich möchte mich natürlich... Oh mein Gott, ich wollte darüber gar nicht reden. Das ist für mich... Oh nein! Ist das für dich belastend, weil es doch Nein, das ist, geht? Das ist für mich nicht belastend, weil also mein Gedanke, ich möchte schon mal im Vorfeld sagen, Leute, mein Gedanke dazu ist, du spinnst. Ja, das, so. Deswegen ist doch lustig, oder? Ja, aber ich wollte ihm eigentlich die Aufmerksamkeit jetzt nicht geben. Aber die es gibt noch einen anderen Kommentar, über den ich reden möchte, das ist der mir viel wichtiger. Tatsächlich. Aber,
Aber es gab einen Kommentar, der, Alter, wieder so Scheiß-Level nacheinander! Das kann nicht wahr sein! Das ist doch ein voll gutes Level. Junge, ich kann hier direkt wieder die 100 Münzen und so nicht holen. Ich mach die 120 Sterne nicht. Ich könnte mal, könnt mir mal ins Knie ficken, könnt ihr mich. So. Ich dachte, das wäre schon vorbei, dass du die 120 machst. Nee, jetzt mit einem neuen Seed dachte ich mir, versuch ich's nochmal. Aber jetzt, wer weiß, was fickt euch, Alter. Ich raste hier aus wegen der Scheiße. Hat dir lange gehalten. Ja, wenn wieder die Level so kacke kommen, immer Level, die man nicht vernünftig machen kann. Ja gut, aber bei dem Level ist ja egal, weil da müsstest du immer erst einmal raus. Wo ist die 2, Digga? Die 2 ist nicht da, das kann doch gar nicht. Da. Da im Stroh, die geht ja wieder. Natürlich ist sie hier, weil wo soll es auch sonst sein? Kann ja nicht sein, dass es einfach vernünftig... Was, geht ja scheinbar nicht mehr. Ja, es ist Hard Mode, ne? Das ist der Hard Mode Randomizer, extra für so gute Spieler wie dich. Ja, gut, jetzt. Kannst du mal zeigen, erzähl, was du kannst. Sehe von deinem Kommentar. Auf jeden Fall gab es einen kritischen Kommentar für wegen der letzten Folge, denn wir haben Kindesmisshandlung verharmlost und zelebriert. Ja, da habe ich ja gesagt. Und noch dazu haben wir bewiesenermaßen besser funktionierende Erziehungsmethoden diffamiert. Das ist nicht cool von uns, wenn ich das so höre. Also wie man so... Sag ich dir ganz klar. Das ist aber... Klingt aber nicht cool. Und vor allen Dingen, das klingt gar nicht nach mir im letzten Part, finde ich. Wie man aus dem letzten Part diese Schlüsse ziehen kann, ist auch wirklich... Also das muss man mir erklären. Da braucht man viel Fantasie. Ich sag mal so, ne? Diese Person wird irgendwann, oder ist vielleicht schon, dieser eine Mensch im Supermarkt, der die ganze Zeit sagt... Gianluca, jetzt lass das bitte. Gianluca, bitte hör auf. Gianluca, bitte. Bitte lässt du das jetzt, Gianluca. Bitte, wir haben doch darüber geredet, Gianluca. Bitte, nein. Gianluca, nein. Und mich daran erinnert, warum ich kein Kind haben will. Ist schon in Ordnung. So. Es ist ja alles am Ende nicht mein Problem. So, ne? Denn wenn man es nicht schlagen darf, dann will ich es nicht haben. Nein, aber ich sage dir, wie es ist. Und ich spreche da ja aus meiner eigenen Kindheit Erfahrung. Ich wurde jetzt auch tatsächlich nicht misshandelt, meiner Meinung nach. Nee, wurdest du auch nicht. Und also. So ein kleiner Klaps auf den Po bringt einen halt auch nicht um und bringt einen mal wieder auf die Spur. Und keine Ahnung, Leute. Scheißt euch halt nicht. Es geht nicht darum, dass ihr das Kind zusammenschlagen sollt. Ne? Wenn ihr den Unterschied zwischen einem Schlag und einem Klaps nicht versteht, dann kann ich euch auch nicht helfen, so, Bruder. Das ist dann halt euer Problem, nicht meins. Das nehme ich mir dann auch nicht mehr an. Ja, sehr gut. Aber ich fand es nur lustig, also, ne? Naja. Weil, also, so auf solche, also auch diese ganzen, also, dass wir zelebriert haben, ne? Dass wir erwiesenermaßen... Und ob das erwiesenermaßen ist, dass wenn man Gianluca dauernd sagt, bitte mach das nicht, weiß ich nicht, ob das erwiesenermaßen besser ist. Bin ich nicht überzeugt direkt, wenn du mir das so sagst. Ja. Welche Studie hat das denn gemacht? Ich möchte mich auf jeden Fall dann... Ich distanziere mich natürlich ganz klar von diesem Kommentar. Gut, dann wollte Wolle über einen anderen Kommentar reden. Ja, denn den fand ich ganz interessant und... Da wollte ich auch mal sehen, wie du das siehst, weil du bist ja auch so halb betroffen. Nicht ganz so krass betroffen, aber schon ein bisschen. Deswegen würde mich schon interessieren auch. Ja. Lies mal also, vor. Das ist von Resident gewesen. Ah ja, genau. Von Resident. Von X3 Resident T groß geschrieben X3. Ja, das ist ja jetzt unwichtig, ne? Aber ja, du bist gemeint, Bruder. Wir meinen dich. Grüße gehen raus. Grüße. Ich muss, glaube ich, kurz rülpsen. Mach mal. Oh, jetzt steckt. Nee, ich nehme ihn mal nicht schnell um. Mach auch, okay. Dann bin ich in ein anderes Level gekommen. Mm. Boah, ich habe heute so viel Schleim in meinem Mund immer, ne? Richtig schlimm. Danke dir für die Information. Die war wichtig. Der Kommentar startet. Mein Struggle ist permanent und genau das Gegenteil von Wollos Problem. Und mich würde interessieren, was Wollo schlimmer findet. Ich bin zwar nur ein BMW 40 Plus Profi, Anmerkung der Redaktion, du Amateur. Aber mein Körper scheint nicht so standhaft zu sein wie der von Cornel, oh, das tut mir leid. Ich habe zwar keine großen Probleme, was das Sitzen angeht, aber nach 30 Minuten liegen geht es nicht mehr... Was? Ja, nach 30 das ist schon... Minuten liegen geht es nicht mehr ohne Schmerzmittel? Du kannst nicht liegen? Ja, lest mal weiter jetzt.
Serien zu gucken, habe ich zum größten Teil aufgegeben, weil das in meiner Welt eine Aktivität ist, bei der man liegt. Das halte ich, okay. Und ich es abgesehen vom Schlafen vermeide zu liegen. Videospiele würde ich sowieso zum Großteil im Sitzen spielen, deswegen ist das kein Problem in der Hinsicht. Nun frage ich mich, was eine Person dazu sagt, die einen ähnlichen Schmerz teilt, ohne Probleme sitzen oder liegen. Was ist besser? Also, dazu möchte ich erst einmal sagen, Bruder, mein Beileid, das ist auf jeden Fall kacke, ne? Bin ich komplett bei dir. Ja, das ist richtig kacke. Das ist richtig beschissen. Also ich persönlich kann aus meiner Sicht jetzt natürlich, es ist ja so, dass das Liegen ja für mich immer kein Problem ist und ich ja an so einem Punkt bin, wo mich Liegen halt auch schon oft nervt. Ja. Und ich viel lieber sitzen würde. Ja. Ne? Kommt es mir meistens, also ich würde fast sagen, also du musst halt schlafen, das ist natürlich ein Problem, ne? So, das Schlafen stelle ich mir halt problematisch vor für dich, aber grundsätzlich zum Beispiel eine Serie würde ich auch so viel lieber im Sitzen gucken, Alter. Oh mein Gott, ich habe früher, so wurde es ja erst auch besonders schlimm, saß ich immer auf dem Sofa und hatte so einen kleinen Tisch. Den hatten mir meine Eltern besorgt. Der war so, da konnte ich meine Arme schön drauflegen, auf den Tisch mich da abstützen und dann so meine Serien gucken. Ich hab mich überhaupt nicht mehr hingelegt. Bis meine Beine dann so krass waren, dass sie beinahe geplatzt sind, gefühlt. Und ich vermisse das. Ja, warte. So, ich habe ganz fest an meinem Gedanken festgehalten. Der Cornel war ein bisschen länger weg. Was hatte ich denn gesagt? Genau. Ich hatte dann diesen Tisch. Und das kann ich dir auch als Tipp eventuell mitgeben. Besorg dir so einen Tisch, wo du schön die Arme drauflehnen kannst, wenn du sitzt. Das ist halt, das macht so viel angenehmer. Und meiner Meinung nach ist Serien gucken zum Beispiel auch eine Tätigkeit, die ich viel lieber im Sitzen tun würde, als im Stehen. Liegen. Ja, aber ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich ist es nicht liegen können noch schlimmer als nicht sitzen können. Bin mir da nicht tausendprozentig sicher, weil ich es halt nicht nachvollziehen kann, 100 so ganz, ne, aber. Wobei ich halt auch schon oft lieber sitzen würde. Bist du noch bei mir, Cornel? Ja. Ich bin wieder da. Hallo, Leute. Cornel hat seine Stuhllieferung bekommen, Leute. Ich habe eine Stuhllieferung bekommen, ja. Und hat das gerade hochgetragen. Der ist noch ein bisschen außer Atem. Sei ihm, darf man, würde ich sagen. 3 Tage Muskelkater jetzt. Wahrscheinlich. Und du musst den noch zusammenbauen. Baust du den heute zusammen, oder? Ja, klar, das mach ich gleich, das? Ja. Machst du gleich? Krass. Ja, ein Maker vor dem Herrn, ey, wirklich. Ich muss ja, ich kann, es ist super unangenehm gerade. Also es geht jetzt um, ist auch egal, ich muss aber mich kurz muten. Ja. Ja, mich würde auch noch interessieren, was Cornel jetzt zu der Sache sagt, wie er das sieht. Was er als wahrscheinlich schlimmer empfindet? Oder auch ja, nicht? Also, ich verstehe es nicht so hundertprozentig, weil warum kannst du keine Serien im Sitzen gucken? Also, ja, weil, man kann doch auch. Ja, das ist wahrscheinlich so, wie ich das Problem habe. Ich kann zum Beispiel auch nicht vernünftig im Liegen Videospiele spielen. Ja, aber man kann doch auf dem Sofa auch gemütlich sitzen, also. Ja, deswegen, also ich würde auch sagen, ich würde sogar gerne im Sitzen Serien gucken. Ich fand das immer geil, ich hab das gefeiert. Also, ich kann halt nicht genau verstehen, warum man im Liegen Schmerzen hat. Also ich hab gerade keine Idee, wo das herkommt. Rücken. Das ist natürlich vom Rücken, könnte das sein. Ja, safe. Ach so. Also, denke ich mal, ne? Kannst du uns ja gerne schreiben, wenn du magst. Aber ich würde jetzt erstmal so Rücken tippen. Würde mich interessieren. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Es tut mir voll leid. Ist halt immer kacke, wenn man irgendwas nicht kann, was alle Leute können, ne? Ich hasse es auch. Ja, ich hasse es auch. Man ist immer so neidisch, wenn ich im Stream sehe, wie Leute einfach so sitzen, stundenlang. Ich bin so neidisch, Alter. Ich bin so ein neidischer Hurensohn in dem Moment. Ja, vor allen Dingen, wenn ich mir. Ich denke halt immer, die können dann so richtig gut sitzen. Ja, die sitzen einfach gemütlich. Weißt du, die stehen danach auf und alles ist ganz normal wie vorher. Muss man reinziehen. Ja. Das hat keine Konsequenzen, dass man sitzt. Wenn ich sitze und dann kurz aufstehen will, ne, das ist das Allerschlimmste, weil dann denkst du dir so, boah, jetzt aufstehen, das ist so anstrengend, das Holen, nee, dann wieder das, hinsetzen. Das hab ich tatsächlich nicht. Oh, wenn du dich dann wieder, dann hast du Angst, dass du die Sitzposition nicht mehr so wiederfindest. Dann, weißt du, jetzt gerade sitze ich irgendwie gut, wenn ich jetzt aufstehe, oh nee, dann hinterher, irgendwas ändert sich.
Okay. Sitzen ist halt wirklich so, ich meine, ich kann auch 15 Stunden am Tag am Schreibtisch sitzen. Auch. Ich nicht. Aber es ist halt nicht angenehm, ne? Ich würde das gerne einfach mal so, ja, ohne dass ich halt denke, dass mein Stuhl jederzeit zusammenbrechen könnte. Aber vielleicht ist es auch so ein Kopfding bei mir. Naja, vielleicht ist das ja jetzt, vielleicht, es kann ja, du hast ja jetzt theoretisch die Chance, dass es mit dem neuen Stuhl besser wird. Ja, aber ich habe extreme Angst davor, dass der neue Stuhl halt nicht. Du darfst halt nicht mit diesem Gedanken schon daran gehen, würde ich sagen. Ja, aber gehe ich daran. Ja, das ist scheiße. Das, aber weißt ja auch eigentlich selbst, ne? Wenn man mit dem Kopf schon voll in dem Modus ist, ah, das wird ja, kacke, Mist, das klappt wahrscheinlich nicht und so. Nicht kacke, aber ich habe natürlich Angst, dass, weil die sagen jetzt, also der Stuhl soll angeblich 220 Kilo aushalten, was ich ja nicht wiege, ich bin ja viel schlanker. Ja, das ist klar. Ja. Ich bin ein sehr schlanker 209 Kilo Mensch momentan. Ja. Aber auch wieder auf dem absteigenden Ast. Ich war zwischendrin mal wieder so bei 214, sag ich mal. Nicht so gut. Auf entspannt. Aber ja. Jetzt mal wieder so eine Woche ganz gut gegessen, dann direkt wieder gut. Und ich nehme ja auch in Zukunft noch mehr ab, ist ja logisch. Das heißt, diese 220 Kilo werde ich ja eigentlich niemals reißen. Ne? Natürlich nicht. Nein, niemals. Nein, werde ich wirklich nicht. Also das wird nicht passieren. Dann war es das. Aber das Problem ist trotzdem, man weiß ja nicht, ne? Du weißt ja, wie das ist. Die labern ja auch oft. Ne? Und dann, Junge, ja, das ist ein nagelneuer Stuhl. Du könntest dich sogar auf so einen nagelneuen Ikea-Bürostuhl für 3 Wochen setzen. Und der würde nicht kaputt gehen. Also jetzt entspann dich mal. Das Gute an dem Stuhl, der hat eine sehr große Sitzfläche. Deswegen habe ich halt natürlich so ein bisschen Hoffnung, dass ich da so ein bisschen gemütlicher drauf sitzen kann. Also der hat, im Grunde ist die Sitzfläche genauso groß. Also in der Breite ist sie genauso groß. In der Länge, ich habe meinen Zollstock nicht gefunden. Das konnte ich jetzt noch nicht nachgucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen länger sogar ist. Aber in der Breite ist es auf jeden Fall genauso groß im Grunde, aber mein Stuhl hat halt so komische, angewinkelte, weißt du, so, der ist halt so eine Schale, so. Und ja, dann natürlich meine Oberschenkel so am drüberquillen. Ist halt immer ein bisschen unangenehm. Mhm. Deswegen könnte der Stuhl ein bisschen gemütlicher sein. Das ist meine große Hoffnung auch. Wird man gucken müssen, ne? Ich werde natürlich morgen berichten dann, wenn ich ihn aufbauen sollte. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich halt wirklich gespannt, Bruder. Ja, und dann bin ich natürlich auch gespannt, ob ich dann damit so richtig geil dann wieder arbeiten kann und so. Würde jetzt mit dem Besten rechnen tatsächlich, ne? Also. Ja. Aber ja, wie gesagt, also, aber trotzdem, ich würde auf jeden Fall dem Bruder sagen, guck Serien im Sitzen. So, das ist mein erster Tipp. Hör nicht auf, Serien zu gucken, wenn du das gerne machst. Man muss wirklich nicht beim Seriengucken liegen. Also klar, ich finde halt auch tatsächlich, man kann besser beim Seriengucken sitzen, als beim Videospielspielen liegen. Würdest du das so unterschreiben? Ich würde immer beim Seriengucken sitzen. Also, ja, ich muss dazu sagen, ich hänge so ein bisschen auf meinem Sofa. Die Stelle, wo ich immer sitze, die ist auch schon richtig durchgesessen. Ja. Und ich baue ja immer hinter mir dann meine Kissenfraktion auf. Und dann, ich bin so vielleicht so ein Mittelding. Ne? Ich rutsche dann mit meinem Popo mit der Zeit immer weiter nach vorne. Und dann wird so aus dieser sitzenden Position irgendwann so eine halbliegende. Aber halt trotzdem. Ja, aber ja, momentan habe ich mir auch auf dem Sofa so was zusammengebaut. Oh, das kann doch alles eh. Ich hasse dieses Videospiel momentan. Es gibt keinen weiteren Part. Das ist einfach beendet gleich. Ich habe keinen Bock mehr. Es geht mir wie auf den Sack. Also, das ist krass. Krass. So eine Scheiße hier, wie in einer Tour. Kann sich mal ficken gehen, warum holst du auch Alter. Den Stern? Wie, warum holst du den Stern? Ich habe den Stern noch nicht geholt. Ja, dann so gut. Mach doch einfach die guten Level, die Spaß machen. Die kommen ja nicht. Ja, den findest du schon.
dieses Spiel aktuell, ey, wirklich. Wir haben dieses Mal noch weniger Sterne als im letzten. Das ist fucking nonstop und das ist nichts. Du schaffst das schon. Du musst aber mal nicht belieben. Ja, und ich kann dir nur den Tipp geben mit dem höheren Tisch. Das ist, also bei mir war es so ein Gartentisch, ein kleiner Gartentisch. Das ist auch so eine Geschichte von so einem Rentner vom Krieg, ne? Wenn du das ja, erzählst. Aber das ist mega angenehm zum Sitzen. Also und wenn jemand nur sitzen kann, ja, also das ist ja so ein tiefes Sofa, ne? You know? Also mit so einer großen Liegefläche und so ein Kram. Ah, und das heißt, du hast keine Rückenlehne. Also es gibt schon eine Rückenlehne, aber die ist halt 5 Kilometer weit hinten. Ja. Und da ist das Sitzen nicht so scheiße gemütlich tatsächlich. Ist eher so zum Liegen gedacht. Und wenn man dann da vorne sitzt, dann ist ja, das nicht so angenehm. Da ist es mit diesem Tisch war es halt 10-mal besser direkt, ne? Ja, das kann ich sogar verstehen, weil der Tisch gibt dir dann halt quasi so ein bisschen den halt nach vorne halt, ne? Kannst dich ein bisschen lehnen, anstatt dass du da so gerade sitzen musst. Ja, doch, deswegen, das also verstehe ich. Und ich denke mal, die meisten haben ja eher so ein Sofa. Heutzutage, ja. würde ich jetzt behaupten. Deswegen baue ich mir ja immer 2 Kissen hinter mir auf. Dann habe ich halt meine Rückenlehne quasi, weißt du? Ja. Wie gesagt, ich dachte mir dann auch immer, wenn ich mich da anlehne, das ist da ja nur so angeschraubt an der einen Ecke. Da hatte ich dann auch immer ein schlechtes Gefühl tatsächlich, ne? Weil ich ja doch ein bisschen schwerer bin. Und wenn ich mich da anlehne, dann biegt sich das auch jedes Mal ganz gut nach hinten. Und da ist so, bevor mir das irgendwann abbricht, ne, will ich halt auch nicht unbedingt. Und deswegen. Also ja, vielleicht Tisch hilft ist das, ist eigentlich ganz geil. Ja, aber ja, im Liegen Schmerzen zu haben, ist wirklich schrecklich. Ja, ich wünsche dir, dass das weggeht und ich wünsche mir auch, dass das mal weggeht alles. Ich möchte, dass wir alle normal sitzen und liegen können. Wieso ist das nicht? Das ist doch so eine miese Scheiße. Warum das nicht ist? Ihr wisst halt gar nicht, wie gut ihr es habt. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ihr wisst nicht, wie gut ihr es habt, wenn ihr einfach sitzen und so könnt. Ihr wisst es nicht. So. Das weiß niemand zu schätzen. Weißt du, was es erst wenn es weg ist, weiß man das zu schätzen. Weißt du, was das für ein Struggle war, jetzt überhaupt irgendwie einen Stuhl zu finden, der so einigermaßen klappt, der dann nicht 2000 Euro kostet? So. Ja, das Problem hatte ich ja auch, ne? Aber selbst dieser Stuhl, den ich jetzt da habe, der hat auch einen krassen Nachteil, weil man muss sich ja auch immer so halb drin liegen. Das ist ja auch aber kein so richtiger... Stühle bis 150 Kilo sind ja fast alle Stühle. Nee, ja, Digga. Nein, hab ich nur wieder Freund von Monte zu. Nein, Junge. Richtig viele Stühle. So jeder Stuhl steht immer so bis 110, 120. 150 ist schon eine ganz krasse Ausnahme tatsächlich. Nein. Doch. Also, ich hab doch danach gesucht, Junge. Ja, ich hab ja gestern gesucht oder vorgestern gesucht. Aber du hast ja wahrscheinlich auch direkt nach 200 Kilo Stühlen gesucht. Da findet man dann wahrscheinlich einiges. Aber wenn man nach normalen Stühlen sucht, findet man nichts. Dann kann ich dir sagen. Halt die ganzen 150 und 180 Kilo Stühle. Und denkst aber dir, Mann, wer soll denn so leicht sein? Ne? Ja. So leichte Menschen soll es geben. 200 gibt's halt nicht, ne? Ja, das ist halt, 200 ist auch schon wirklich toll. Also da, ja, also 100, 160 ist ja schon überkrank. Sieht man ja schon eigentlich niemanden. Ja, ich weiß. Aber 200 ist halt auch wirklich... Wild, ich verstehe halt auch nicht, wie man das halten kann. Ja, und du hältst es halt auch schon echt lange, ne? Also. Das ist halt auch das Ding. Ja, weil ich glaube, da habe ich auch jetzt gestern drüber nachgedacht. Vielleicht muss ich mir da auch ein Vorbild an dir nehmen. An mir? Ja, weil du frisst ja auch immer das Ungesundeste der Welt und für dich ist das so ganz normal, weil du dann sagst, ja, das ist ja trotzdem nicht so viel gewesen. Ja. Und wenn ich mir einen Döner esse oder eine Pizza, dann ist für mich dieser Tag, dann in meinem Kopf bedeutet das dann, okay, ich werde fetter. So. Und dann ist es direkt so, ja toll, jetzt habe ich wieder verkackt. Und das ist dann auch oft so dieser Trigger dafür, um dann wieder loszulassen. Weißt du, dann beim nächsten Einkauf, ach, ist ja eh alles Kacke. Ja, guck mal, da sagen immer alle, das darf man auf keinen Fall. Man darf sich mal schön was gönnen, aber danach muss man sich halt sagen, ja gut, das war jetzt heute so. Ja, und vor allem. Morgen wird es besser wieder. Wenn aber so warst du doch auch mal voll drauf. Was ist daraus geworden? Ja, was heißt auch mal so drauf? Drauf, das hast du früher auch immer so gepredigt. Ja, eigentlich. Aber keine Ahnung, in meinem Kopf ist das halt immer so, weil wenn ich eine Pizza esse, kann ich ja, also ist ja kalorientechnisch, ist es ja locker drin. Ja. Ich könnte ja jeden Tag eine Pizza essen und trotzdem abnehmen. Ja.
Aber bei mir denke ich dann immer direkt so, wenn ich mir dann eine Pizza bestelle, ja, jetzt ist es verkackt und dann, wolltest du in den Käfig? Nee, ich wollte darüber. Ich wollte mich umbringen, tatsächlich. Ja, und dann denke ich mir in meinem Kopf immer, ja, jetzt habe ich mir eine Pizza bestellt oder zwei Döner oder so. Und dann denke ich mir mal, ja, jetzt verkackt. Und dann beim nächsten Einkaufen sind dann auf einmal die Dämme wieder offen und dann kaufe ich mir wieder 10.000 Kalorien. Weißt du, das ist halt dumm. Das darf ich halt nicht machen. Ich muss einfach, ja. Ja, nee, das ist wirklich dumm. Also da muss ich auch sagen, du siehst es ja auch richtig, dass es dumm ist. Ja, ich verarsche mich damit ja auch selber. So, es ist ja auch logisch, dass eine Pizza, dass ich locker eine Pizza essen kann. Wenn ich jetzt, ich habe gestern mir eine Pizza bestellt. Ja, ist auch okay, darfst du. Aber ich habe halt gestern, ich habe wieder vier Toast mit Ei gefrühstückt. Ja. Und dann habe ich halt eine Pizza Margherita bestellt. So, und das war's. So, das ist okay. In meinem Kopf denke ich, das ist ein Fettsackessen, ich werde fett. Es ist auch ein Fettsackessen, auf jeden Fall. Aber das aber, ist aber ein Tag, an dem ich zunehmen werde. Ist es kein 200 Kilo Fettsack bleiben essen? Eigentlich, ich bin so fett, eigentlich müsste ich trotzdem abnehmen an dem Tag. Ja, ja. Und müsstest du auch. Also da solltest du dir gar keinen Kopf machen, tatsächlich, wenn du sowas isst. Wenn du so gegessen hast, hast du eigentlich, ich weiß, Leute, das klingt jetzt für euch auch wild, ne? Ja, das klingt aber auch der wild, ist aber ja auch eine Menge Masse, die da und so ist, ne? Das darf man nicht. Das darf man nicht so ganz unterschätzen, ne? Und damit Korne dieses Gewicht halten kann, muss er eigentlich, würde ich sagen, täglich mindestens 3.500. Das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Ich 3.500 Kalorien fressen, damit er das halten kann. Als ich in Gelsenkirchen ins Fitnessstudio gegangen bin, da habe ich 180 Kilo gewogen. Bruder, warst du ja schlank. Und da habe ich mit dem... Ja, war ich schlank, ja. Da gibt es auch ein paar Bilder auf Instagram von, da war ich schon, sehe ich gut aus. Die Daddy ist ganz wild gemacht, die Bilder, ne? Und die Sache ist, ich habe ja mit dem, da oben ist der Stern. Okay. Ich habe ja mit dem Fitnesstrainer dann auch gesprochen und mit dem habe ich auch meinen Grundumsatz ausgerechnet. Und der hat mir dann gesagt, dass ich, wenn ich ohne alles, ne, ich kann 3.200 Kalorien essen. Er hat gesagt, ich sollte täglich 3.200 Kalorien essen, das wäre als Kaloriendefizit groß genug. Ein gesundes Abnehmen wäre das halt dann. Genau. Ne? Ja, ja. Man soll natürlich im besten Fall nicht die 3.200 Kalorien mit Pizza voll machen, sondern mit vernünftigem Essen, aber am Ende des Tages, ne, wollen wir jetzt auch mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Ja, ja, klar. Das lassen wir erstmal so laufen, ne? Wir sind ja, also sind ja freundliche Männer sind wir, ne? In den Kommentaren wird zwar jemand jetzt gleich was ganz anderes schreiben und so, aber das wird ignoriert, Leute. Ich könnte das gerne schreiben, aber das ignoriere ich. Ja, ist mir egal. Es kommt am Ende des Tages nur auf die Kalorien drauf an. Ja, da gibt es auch genug Experimente, Leute, die mit McDonald's abgenommen haben, weil sie halt, ne, die haben irgendwie 60 Tage lang McDonald's gefressen haben, aber halt ihre Kaloriendefizit hatten. Gibt's ganz viel. Also, es kommt halt nur auf die Kalorien an. Aber natürlich ist es nicht gesund, wenn du jeden Tag dir Pizza frisst, ist ja logisch. Ja. Aber ja, deswegen, und das ist halt so die Sache, ne, das muss ich, das Problem ist, du weißt ja selber, wie es ist, dass man sich selber immer belügt. Ne? Ehrlich? wenn man sich zum Beispiel sagt, naja, komm, jetzt ist Freitag, jetzt habe ich noch das Wochenende, wenn ich das Wochenende jetzt noch einmal Abschiedstournee mache, dann fange ich am Montag auf jeden Fall an. Ja, das ist ja ganz klar, da brauche ich ja gar nicht, das ist ja, jetzt wäre ja auch Blödsinn, jetzt am Wochenende anzufangen. Wo alle sich schön gönnen, nur ich jetzt nicht, oder was? Das wäre ja Blödsinn. Ja, ja, das ist. Ja, aber genau so ist es. Clever halt, ist es halt, ne? Ach, Digga, das ist doch alles so zum Kotzen. Ja, der war auch ein bisschen. Es ist doch alles scheiße, Mann. Ach, guck mal, da ist so ein Ibi. Ja, ich weiß nicht, ob ich die sammeln will. Nein, Junge, mach doch was Spaß, was tötet dich und geht ein neues Level. Ja, okay. Du bist auch so super, also so wild, was du da machst überhaupt. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Wir machen 70 Sterne nonstop, Leute. Mit 10 Parts lang, so wie es aussieht. Aber länger als LPM. Ja, wahrscheinlich. Das kann doch alles nicht wahr sein. Warum kommt ihr jetzt mal irgendwo? Naja, okay. Ja, Cornelius. Auf jeden Fall, das mach mal so. Sei vernünftig. Das Wichtigste ist halt, dass du so einigermaßen dran bleibst. Und ich werde heute nicht 10.000 Kalorien einkaufen. Das wäre gut. Ich trinke sogar momentan Wasser. Voll gut. Ich will aber überlegen, wenn ich jetzt heute, ich glaube, ich gehe heute einkaufen. Ich will dann überlegen, ob ich mir eine Cola kaufe oder ob ich es lasse. Du lässt es.
Wenn du schon so drüber nachdenkst, lässt du es. Ja, sein. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite, ne, das ist auch immer so der letzte Halm, wo man sich denkt, so, aber ich gönn mir da, bitte wenigstens das mit das, die koffeinfreie. Ja, wenn es eine Cola Zero ist, dann kannst du dir die holen. Ja, dann hol dir die einfach. Ich trinke nur Cola Zero koffeinfrei. Ja, dann hol sie dir doch das eklige Ding. Ja, weil. Was du da überhaupt überlegst? Ich bin halt so ein Mensch, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich kann das auch nicht. Es wäre ja voll in Ordnung, wenn ich so eine Flasche Cola Zero koffeinfrei am Tag trinken würde. Und ja, dann, wenn die leer ist, trinke ich einfach nur eine Flasche Wasser. Aber das kann ich auch nicht. Wenn ich dann die Cola hier im Haus habe, dann trinke ich nur Cola. Ja, aber wenn du eh Cola Zero trinkst, dann mach ja, dir da gar keinen Kopf. Du kannst ruhig Cola Zero trinken. Ja, ich weiß, aber was... Du, vor allen Dingen, du glaubst doch gar nicht dran, dass dich Süßstoff irgendwann umbringt. Ich weiß. Wenn du jetzt einer von denen wärst, dann hätte ich ja gesagt, okay, aber... Aber Wasser ist so erfrischend. Ja, dann wenn du lieber Wasser trinkst, dann trink doch Wasser. Aber mal, was hat der für Probleme? Aber hört ihr das? Was ist denn? Was für eine Scheißsucht? Die Cola Zero schmeckt zum Kotzen. Wie kann man da so richtig sein? Die schmeckt voll lecker. Buah, die schmeckt so scheiße, Mann. Das ist alles nur. Trink mal eine richtige Cola. Dann mag ich nicht mehr. Nee. Oh mein Gott, ich hasse dich. Die richtige Cola habe ich mir mit Pepsi Max kaputt gemacht. Pepsi Max ist halt leckerer. Aber das Problem ist, Pepsi Max ist leckerer, weil da mehr Koffein drin ist. Das ist nämlich, Koffein ist nämlich ein Dollwitz-Ding. Und es ist, es gab tatsächlich Studien, dass die Sachen mit mehr Koffein für Leute einfach, also Leute fanden Sachen besser, weil da mehr Koffein drin war. Weil das sich halt süchtig macht. Und es gibt auch, ja. Okay. Und Pepsi Max hat halt am meisten Koffein, deswegen ist es wahrscheinlich das, was mir am besten geschmeckt hat. Das sagen aber auch viele. Dachte, ja, das sagen richtig viele. Ich sag's nicht übrigens. So, ja, die haben keine Ahnung. Die wissen alle gar nicht. Die wissen gar nicht, was sie da machen mit der Pepsi Max. Die verführt euch. Das ist ein kleiner Verführer. Ja, mein Gott. Macht doch was. Also Leuten, die Pepsi Max jetzt ausreden, würde ich jetzt auch nicht machen. Also keine Ahnung. Macht doch alle, was ihr wollt, Leute. Fickt euch alle ins Knie. Ich werde dann macht, sowieso eine Cola Zero Koffeinfrei kaufen. Ja, mach doch auch. Aber dann brauchst du deswegen dir nicht denken, jetzt habe ich es verkackt. Nein, das denke ich nicht. Nee. Immerhin. Weil wenn du das deswegen denkst, dann hast du also nein. Aber Wasser fühlt sich halt so... Ne, da fühlt man sich so wie so ein krasser Mensch. Also das, nee, überhaupt Wasser, nicht. Ich habe hier gerade ein gekühltes Wasser. Ne? Ja, natürliches Mineralwasser. Ja. Und ich fühle mich einfach, das fühlt sich, wenn ich das trinke, ne? Wenn ich das trinke, dann fühlt sich mein Maul so richtig ausgetrocknet an. Und mein ganzer Körper so fühlt sich ausgetrocknet an, komischerweise. Mineralwasser ist ich find's so fürchterlich. Ich liebe das wirklich, richtig doll. Aber, ja... Leute, also immer wieder, wenn ich Cordel reden höre über Essen, wenn er zum Beispiel über ungewürzte Kartoffeln redet oder so. Ach, apropos, ne, und über Wasser, dann fragt man sich so krass, wie der 400 Kilo wiegen kann. Also man kann es manchmal, ey, das ist wirklich unglaublich, wie das passieren konnte. Wenn du diese Sachen so gerne magst. Apropos, es gab noch einen anderen wichtigen Kommentar, auf den ich antworten muss. Kriegst du wieder 5 Euro? Und zwar hat der Jonas geschrieben... Ich habe mal das ungarische Geschnetzelte ausprobiert. Ja, das habe ich auch gelesen. Und ich ja. musste leider feststellen, dass die Bewertung von Cornel nicht dem entsprach, was ich mir erhofft habe. Es hat nach so gut wie nichts geschmeckt und ich war ein bisschen enttäuscht. Würde gerne wissen, wie Cornel es zubereitet. Ich habe nämlich alles nach der Verpackung gemacht. Also, ich muss jetzt die Frage stellen, ob du so dumm bist. Aber es tut mir leid, aber möchtest du mir jetzt erzählen, dass du das nicht gewürzt hast? Also logischerweise schütte ich da so ungefähr ein Drittel Glas Pfeffer rein, also nicht ganz. Was? Aber ich mache richtig viel Pfeffer doch da rein dann und natürlich scharfes Paprikapulver und ein bisschen Salz. Okay, also ich kann jetzt Jonas verstehen, dass er das nicht gewürzt hat, denn... Jetzt möchte ich bitte auch direkt... Das ist eine Gewürzmischung. Ganz genau, Cornel. Es ist nämlich eine Gewürzmischung. Da sind die Gewürze so gemacht, dass es so schmecken soll, ohne dass du da was beitust. Man kann das auch ohne Gewürze essen, habe ich auch schon mal. Dann hätte ich auch gemacht. Halt nach, natürlich hätte es ohne Gewürze jetzt gegessen. Es schmeckt halt nach ungarischen Geschnetzelten, aber... Ich mache da halt immer noch Pfeffer und Paprikapulver ran, damit es schärfer wird. Und Pfeffer ist macht alles geiler. Ich liebe Pfeffer.
Übrigens hat Cornel vor einem Jahr überhaupt herausgefunden, dass man Essen mit Salz und Pfeffer durchaus verändern kann. Das war damals ein Ding, das weiß ich noch. Salz habe ich momentan auch tatsächlich. Ich habe mir mal wieder Salz gekauft. Du hast manchmal kein Salz im Haus? Ich habe jahrelang, Jahrzehnte über die Warte mal. Aber wie machst du denn dann dein Nudelwasser? Machst du dein Nudelwasser ohne Salz? Ja. Bruder, was ist denn los mit dir? Du bist ein Kreton, bist du. Kreton. Ein Kreton ist er! Was ist das? Das kann wohl alles nicht wahr sein. Jetzt momentan mache ich ein bisschen Salz ran. Ja gut. Also, so soll es auch sein. Aber nicht nur Tropfen Salz. Weil ich mich ja gesünder ernähren wollte. Ich weiß, Salz ist, kann man darüber streiten, aber weil ich mich ja gesünder ernähren wollte und mehr Eier essen wollte, habe ich mir gedacht, dann kaufe ich mir auch mal Salz, weil Eier mit Salz ist sau lecker. Ein bisschen geiler. Ja, ist lecker. Und deswegen habe ich mir da Salz gekauft und ja, das ist leckeres Salz. Das benutze ich natürlich auch. Du hast Eier ohne alles ohne Salz gegessen? Ohne Maggi, ohne Remoulade, ohne Salz, ohne nix. Ja. Bruder, was ist denn los? Voll lecker, so ein Toast oder ein Brötchen mit Margarine und dann ein Ei drauf. Ist mega. Man tut doch nicht Margarine drauf, wenn man ein Ei drauf tut, Leute. Da möchte ich auch eure Meinung zu haben, tatsächlich, weil... Natürlich. Also Ei ist das... Butter mit Ei. Ei ist das Einzige, Junge, wo ich keine Margarine oder Butter drauf mache. Auf alles andere, also Nutella zum Beispiel... Würde ich mit Butter und so essen? Ja, safe. Nur Ei nicht. Das ist die eine Sache, die ich. Nee, weiß ich nicht. Da passt das. Da finde ich irgendwie passt das nicht. Das ist richtig geil. Das ist die eine Sache, wo es nicht passt, meiner Meinung nach. Junge, aber normalerweise bin ich da halt auch voll drin. Aber wir haben 36 Minuten und 24 geile Sterne, Freunde. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist doch ein Fortschritt. Und morgen fangen wir wieder bei 0 an und gucken, ob du den Highscore knacken kannst. Stimmt, jetzt weiß ich auch, es kam auch keiner speichern. Tatsächlich. Deswegen macht Sinn, dass wir keinen Speicherstand hatten. Ja, also, Okay. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn wir gucken, ob Wollo den Highscore von 24 Sternen knacken kann. Ey, das wäre doch auch eigentlich ein gutes Projekt, ne? Bis ist wir in ein paar 70 schaffen, das geht so lange machen wir. Ja, finde ich gut. Okay, nee, vielleicht. Mal schauen. Bis dann, ciao, überlege ich mir. Tschüss.